So, hallo. Wir haben heute die Freude und die Ehre, bei einem von der prominentesten und verdientesten Bürger der Stadt zu Gast zu sein. Er selber würde das natürlich sofort bestreiten, bescheiden wie er ist. Er wird sofort sagen, der Herr Manfred Schuler und seine Gemeinderäte und die Altbürgermeister und die Altortsvorsteher, die hätten genauso große Anteil an den Verdiensten wie er. Aber nein, wir bleiben bei dieser Aussage, wir lassen das so stehen. Und jetzt sage ich willkommen bei Mr. Stadterhebung, bei Mr. 1200 Jahrfeier, bei Altbürgermeister Peter Höhnli. Herr Höhnli, grüß Gott. Jawohl, grüß Gott, Herr Matura. Freut mich, dass Sie da sind. Herr Höhnli, das heißt, Sie hätten die Stadterhebung 1978 gemacht, weil Sie ein größeres Gehalt wollten. Also, das ist natürlich wirklich lustig gewesen damals. Die Leute sagten zu mir, Sie wollen doch bloß ein größeres Gehalt, deswegen machen Sie das. Nein, war natürlich nicht so, sondern es ging um die Bedeutung der Stadt. Die Stadt Burladingen als Industriegemeinde war sehr herausragend. Und das war der Grund. Und wir haben da gesehen, dass Meßstetten auch Stadt wurde, ähnlich, ein bisschen kleiner wie wir. Und deswegen haben wir es gemacht. Es hat keine Bedeutung bis heute nicht, ob wir Stadt sind oder ob wir. Es geht nach den Einwohnerzahlen, die Bis Bürgermeisterbesoldung. Bürgermeister Besoldung. Als Sie gekommen sind, Herr Höhnle, da hat man Sie gewarnt. Sie kamen aus Wurmlingen ursprünglich, waren dort Bürgermeister. Dann haben Sie für Burladingen beworben, aber man hat Sie gewarnt. Es hieß, dieses Nest sei unregierbar. Welcher Eindruck hatten Sie denn dann, als Sie zu uns gekommen sind? Also, das ist wirklich wahr. Damals haben einige von außen gesagt, Burladingen sei unregierbar, die Industrie regiere hier sozusagen. Dem war nicht so. Ich habe mich voll aufgenommen gefühlt damals bei der Bürgerschaft und ich muss sagen, das war einfach nicht so. In Burladingen lässt sich leben und ich lebe jetzt seit 50 Jahren hier in Burladingen und fühle mich wohl. Es gab aber auch schwere Zeiten in dieser Gemeindereform und in der Kreisreform. Jetzt muss ganz kurz streifen, Schulreform, das waren sicherlich teils auch harte Auseinandersetzungen und Kämpfe. Das kann man wohl sagen, Herr Badura. Das war eigentlich eine sehr schlimme Zeit. Ich war, übertrieben gesagt, Tag und Nacht unterwegs, um diese Gemeinde zu formen. Die ursprüngliche Zielplanung lag ja darin, Burladingen, Gauselfingen, Ringingen. Das wäre rückblickend viel zu klein gewesen, um die Struktur zu schaffen, die heute da ist. Deswegen, das war sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Einsatz. Herr Höhnle, wenn man alle Veränderungen und Innovationen aufzählen wollte, die Sie gemacht haben, die in Ihrer Amtszeit geschehen sind, dann müsste dieser Video 2 Stunden lang werden. Nennen Sie uns doch stichwortartig, was Ihnen an Ihrer Stadt am wichtigsten war und was Ihnen persönlich wichtig war. Also wichtig war mal zunächst die Schulpolitik von meinem Herrn, geschätzten Herrn Vorgänger Dr. Rettig fortzuführen. Das Schulzentrum war ja nicht nur dafür, Burladinger Kern, sondern für die Umgebung, für die Stadtteile. Das war mal ganz wichtig, einen Kindergarten zu errichten. Es gab keinen städtischen Kindergarten damals. War schwierig, die Grundstücke zu finden. Wichtig war natürlich die Abwasserbeseitigung. Wichtig war das Friedhofswesen. Der Friedhof war zu klein. Ich könnte da unendlich viele Dinge aufzählen, aber das würde wirklich zu weit. Natürlich war wichtig, das ist mir auch noch zu sagen, Bauplätze zu schaffen. In Burladingen fast unmöglich am Anfang, weil es schwierig war, die Grundstücke zu bekommen. Dann darf ich Ihnen noch ein Stichwort geben, nachdem die Kirchenglocke jetzt Ach da so. aufhört anzuschlagen. Sie haben gesagt, die Eigenständigkeit, das wollen wir betonen, die Eigenständigkeit der Ortsteile Ja. war Ihnen auch sehr wichtig. Das war sogar sehr wichtig und ich glaube, das ist heute noch wichtig, denn jeder Stadtteil hat seine Eigenart, Gott sei Dank. Jeder Stadtteil ist anders. Und deswegen war es mir persönlich ganz wichtig, die Ortschaftsräte zu erhalten, damit sie selber noch gewisse Dinge bestimmen können. Und wichtig ist es auch, dass diese Stadtteile ihr Eigenleben mit den Vereinen weiterhaben. Also das ist wichtig, sonst hätte es eigentlich den Zusammenhalt nicht gegeben, den wir bis heute eigentlich Gott sei Dank haben. Herr Höhnle, angesichts Ihrer Erscheinung,
wie alt sind Sie jetzt, 65 oder was? Da bleibe die junge Frau jetzt sicherlich noch an unserem Videoclip hängen. Also wenn ich... Aber die andere war jetzt schon ungeduldig, so kurzlebig, wie die Zeit immer ist. Ja. Wir müssen uns beeilen. Noch eine vorletzte Frage. Der Landrat wollte von Ihnen wissen, im vorherigen Interview, wie Sie es geschafft haben, die Partnerschaft mit Le Plessis Trévise herbeizuführen. Er ist da ein bisschen eifersüchtig, denn er wollte das auch und hat es nicht geschafft. Also als die Partnerschaft von außen auf uns zukam, habe ich natürlich sofort mit Begeisterung mitgemacht, denn wir hatten noch keine Städtepartnerschaft. Allerdings war es mir wichtig, damit nicht die Aufgaben am Bürgermeister und an den Gemeinderäten hängen blieben, einen Förderverein zu gründen, der diese Partnerschaft mit Leben erfüllt. Das war mir sehr wichtig. Und das ist bis heute so. Gut, und wir waren halt immer einen Schritt voraus, auch Landräten und Geislingern, das ist sowieso. Herr Hönle, was, jetzt fängt da bloß einer an mit Sägen, was wünschen Sie der Stadt für die Zukunft? Ich habe damals bei meiner Rede zur Stadterhebung ein Schlusswort gesagt, das weiß ich noch wie heute. Ich wünsche der Stadt weiterhin oder in der Zukunft den inneren, aber vor allem auch den äußeren Frieden, der ja zurzeit leider Gottes der äußere Frieden sehr in Frage steht durch den Ukraine-Krieg. Hoffen wir, dass es einigermaßen hebt. Hoffen wir, dass wir schön festen können am 17. 18. Herr Hönle, sehen wir Sie beim Fest? Nein, leider nicht. Ich kann leider auch aufgrund meines jungen Alters, ich bin immerhin nicht 48, sondern 84, nicht mehr überall hingehen. Also ich muss mich da entschuldigen. Also, Herr Hönle, aber unsere Herzen sind bei Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut.